Menschen, die genügend Freizeit haben, um über unseren Planeten und das Getümmel darauf nachzudenken, die verstehen den Klimawandel als eine Art Fieber der Welt und das Artensterben als Demenz, weil ja jede Spezies ein Wissen verkörpert über eine bestimmte Art und Weise des Lebens in einem Ökosystem. Stirbt die Art aus, schwindet dieses Wissen. Die Welt verblödet also Tag für Tag unwiederbringlich. Schade. Doch nicht die menschliche Spezies. Die ist zwar insgesamt auch eher total dämlich, aber in Einzeldisziplinen bringen manche Artgenossen immer wieder enormes Wissen und fantastische Fähigkeiten hervor. Zum Beispiel einen Impfstoff gegen Krebs. Die erste Studie mit dem neuen Impfstoff, so BioNTech, macht Hoffnung. Bei 74% der Probanden wurde das Wachstum der Tumore eingedämmt. Bei 45% sind die Tumore sogar kleiner geworden. Für Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und viele andere schreckliche Krankheiten gibt es also bald neue Behandlungsmethoden. Das ist großartig. Ich meine, das ist toll. Nur bekommt denn jede Person die beste und modernste medizinische Versorgung? Ich meine, das war mal der Plan, zumindest innerhalb der EU. Doch Recherchen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und dem europäischen Journalistenteam Investigative Europe zeigen, von diesem Ziel ist man noch weit entfernt. Grund dafür sind die hohen Preise für Medikamente. In Litauen bekommen Kinder, die an Mukoviszidose leiden, nicht die neuesten Medikamente, die ihr Leben besser machen würden. In Rumänien muss man sich neue Krebstherapien vor Gericht erstreiten. Obwohl, na, da würde ich sagen, Glück gehabt. Wieso Glück gehabt? Und wieso haben Sie eine Tischdecke an? Also servus. Ich bin der Hippokrates, der mit dem Eid. Der mit dem Eid. Das erklärt die Tischdecke. Und warum Glück gehabt? Nun, Glück haben die Politik und die Pharmaindustrie, weil die ja meinen Eid nicht leisten mussten. Das ist ein Eid der Ärzte, die Leiden zu lindern oder die Patienten so gut wie möglich zu behandeln und so Zeug. Aber den haben eben nicht alle geleistet, die mit Medizin zu tun haben. Ja, das mag so sein, aber das Glück erschließt sich mir immer noch nicht so richtig. Eine überalterte Gesellschaft, die in Rente geht, braucht mehr Geld, aber verdient gleichzeitig weniger. Durch neue super wirksame, aber auch super teure Medikamente verschärft sich dieser Zustand. Also müsste diese Gesellschaft jetzt radikal über Umverteilung nachdenken, wenn sie den Eid geleistet hätte, der nach mir benannt ist. Radikal neues Denken über Umverteilung, aber kannst du vergessen. Also muss aussortiert werden, nach Einkommen. Und das geht eben nur, wenn man nicht an einen heiligen Eid gebunden ist, der verlangt, allen ohne Ansehen von Person und Stand zu helfen. Und in diesem Sinne, Glück gehabt. Ups. Ist das sehr zynisch? Mag sein. Aber gleichzeitig gelte ich auch als der Begründer der Medizin, als Wissenschaft. Ich bin also eher so ein rationaler Typ, der sagt, wie es ist. Und wie ist es? So. Reiche Amerikaner leben bis zu 15 Jahre länger. Lebenserwartung in Deutschland. Unterschied in der Lebenserwartung von Arm und Reich wächst. Also in unserer Studie konnten wir zeigen, dass die Lebenserwartung sich unterscheidet, und zwar nicht zufällig unterscheidet, sondern nach sozialem Status. Wer reich ist, lebt länger. Reichtum ist gesund, Armut macht krank. Ja, super. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, Sie könnten Ihre Gesellschaft und Ihr Wirtschaftssystem radikal reformieren. Nein, das wird nichts. Gut, verstehe. Was bleibt dann? Wir haben festgestellt, die beste Medizin ist Geld. Und das ist jetzt schon wirksam. Gleichzeitig gibt es in Ihrer Welt immer mehr Superreiche. Kaum überraschend wollen die immer gesünder werden und die letzte aller Krankheiten besiegen. Blödheit? Nein, den Tod. Der Multimillionär Brian Johnson gibt das meiste seines Vermögens für die Jagd nach der ewigen Jugend aus. Sein Tag startet um 4.30 Uhr mit Meditation und Sport. Er lebt streng vegan und nimmt 111 Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Im Mai hat Brian von seinem Sohn eine Blutplasma-Transfusion bekommen, um den Alterungsprozess aufzuhalten. Sein tägliches Motto: Stirb nicht. Every day we play this game, don't die. Klappt es denn? Noch nicht. Und vermutlich nicht mit diesen Mitteln. Aber Milliardäre geben ja längst Unsummen aus, um Biotech-Firmen zu finanzieren, die das Altern auf der Ebene der DNA verstehen und umkehren sollen. Okay. Wird das was? Kann man nicht sagen, aber heutzutage erscheint das zumindest möglich. Und wenn das klappt,
Dann werden Elon Musk und Mark Zuckerberg und Jeff Bezos viele, viele tausend Jahre alt, während der Altersdurchschnitt der restlichen Weltbevölkerung wieder auf 35 sinkt. Und über diese armen Massen herrschen sie dann als ewig junge Pharaonen. Das ist ihre Zukunft. Mann, bin ich froh, dass ich nicht existiere. Juhu. Juhu. Wollen Sie noch mehr? Hammer.